Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, das Leben auf Rädern. Heute habe ich wieder einen tollen Interview-Gast, der Nico Kappel. Und wir werden über sein besonderes Handicap reden, nämlich seine Kleinwüchsigkeit und wie sich das so verhält im Alltag oder ja, wie er damit klarkommt. Ja. Hallo! Grüß dich, hi. Ja. Freue mich, heute bei dir hier zu sein. Mega. Ich mich auch. Ja, ich freue mich richtig. Und ich würde jetzt mal sagen, dass du dich einfach mal vorstellst. Ja, sehr gerne. Für die Leute, wo dich noch nicht kennen. Ja. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Nico Kappel. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Welzheim. Und genau, ich bin paralympischer Sportler. Also ich mache Kugelstoßen. Bin da 2016 Paralympicsieger geworden, 2017 Weltmeister. Jetzt in Tokio dieses Jahr habe ich Bronze gewonnen bei den Paralympics. Genau, habe früher mal als Banker gearbeitet, bin jetzt noch in der Kommunalpolitik aktiv. Das macht mir auch großen Spaß. Und da ein bisschen was direkt vor Ort, also in meiner Heimatgemeinde, ein bisschen was mitbewegen kann. Und genau, und habe schon eine ganz gute Verwurzelung hier. Wir haben uns ja auch schon mal kennengelernt, ja, 2017 bei der Veranstaltung. Und deswegen darf ich jetzt ja auch heute hier bei dir sein. Genau. Ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet. Da würde ich dir auch ein paar Fragen stellen. Ja. Meine erste Frage, weil ja die Kleinwüchsigkeit sehr besonders ist. Wie sieht dein Alltag mit der Kleinwüchsigkeit aus? Ja, also ich muss sagen, als so mit Kleinwuchs, so meine einzige Einschränkung sozusagen ist ja die, dass ich halt ein bisschen kleiner bin. Ja, sonst ergibt sich da ja nicht allzu viel. Wo das mal ein bisschen spannend wird, ist tatsächlich beim Einkaufen. So das oberste Regal, das kann mal ein bisschen schwierig werden. Aber sonst, Gott sei Dank, aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten und so, die es auch gibt, kann ich eigentlich sonst alles ohne Schwierigkeiten selber machen. Ich habe ein Auto, also ich kann selber fahren. Dadurch, dass ich ja paralympischer Sportler bin, fahre ich jeden Tag ins Training. Das ist auch mein Alltag. Also bin quasi oder darf Profisportler sein, was natürlich echt so für mich ein Traum war, der in Erfüllung gegangen ist. Quasi das Hobby zum Beruf gemacht und von daher habe ich da eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Ja, und ja, sehr gut auf jeden Fall. Finde ich sehr gut, dass du so gut da kommst. Ich komme hier ja auch gut da mit meiner Behinderung. Ja, mega. Und bin auch ein sehr offener Mensch, wie du siehst. Ja. Und tue alle motivieren und bin völlig im Leben drin. Genau. Ja. Und meine zweite Frage wäre, wie kommt denn die Öffentlichkeit damit klar, dass du kleinwüchsig bist? Mhm. Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich und da bin ich genau der gleichen Meinung wie du, dass das absolut Wichtigste ist, dass wir das eben kommunizieren, ja, wie einfach das eigentlich ist. Ja, und dass das eigentlich überhaupt nichts Besonderes ist, ob jetzt einer im Rollstuhl sitzt, ob einer klein ist, ob einer vielleicht besonders groß ist, ob einer dick ist, dünn ist, Brille trägt, was auch immer, dass das nicht entscheidend ist für das tägliche Leben. Und ja, genau, deswegen, und da bin ich auch genauso wie du, versuche ich da unterwegs zu sein und möglichst vielen Leuten sozusagen die Hemmschwelle zu nehmen, ja, einfach denen zu zeigen, hey, es ist alles ganz normal und die Barrieren, genau, du sagst es, die Barrieren zu nehmen, die vielleicht auch die Sorge den Leuten zu nehmen, dass sie was falsch machen können, uns gegenüber. Und weil das ist ja nicht so. Ja. Und auch bei uns, auch wir haben mal, oder ja, bei uns gibt es auch welche, die können wir besser leiden, sage ich jetzt mal, also die von der Inklusion betroffen sind, die können wir besser leiden und andere können wir vielleicht nicht so leiden. Und so ist es ja auch in der sonstigen Gesellschaft genauso. Und da ist das Wichtige, dass man da eben, ich sage immer, die Inklusion bedeutet, die Gleichstellung mit allen Vorteilen, aber auch mit allen Nachteilen der Gesellschaft. Und dafür kämpfe ich und dafür setze ich mich ein, dass die Leute eben merken, dass es eben gar nicht so schwierig ist, ja, sozusagen mit uns umzugehen. Ja, also ihr seht ja, das ist ganz normal. Wir sitzen hier und machen ein Interview für euch, dass ihr alle gucken könnt. Genau. Und ja, also meine dritte Frage wäre, wie kommt denn deine Familie damit klar, dass du
einen kleinen Mücksicht bist, oder hast du da irgendwelche in deiner Familie irgendwelche Probleme gehabt schon von Anfang an? Oder gehen die damit gut um? Also die gehen damit sehr gut um. Da bin ich auch sehr froh drüber. Meine Eltern, die haben das, also quasi ich bin, ja, wie soll man sagen, als gesundes Kind auf die Welt gekommen. Also ich würde mich auch jetzt als gesund bezeichnen. Und nach einem Dreivierteljahr hat man dann halt festgestellt, okay, irgendwie wächst der Kerl nicht so richtig. Ja? Bin nicht so schnell gewachsen wie die anderen. Und das war natürlich für meine Eltern, die mussten das dann erstmal irgendwie greifen. Die mussten dann ja auch drüber, also irgendwie die Infos darüber kriegen. Ne? Dann hieß es, ja, könnte Kleinwuchs sein, aber meine Eltern wussten ja gar nicht, was das ist. Und Gott sei Dank sind dann meine Eltern einfach an die richtigen Ärzte gekommen, die das dann auch sofort aufgeklärt haben, ja, ist kleinwüchsig, ist halt ein bisschen kleiner, aber alles nicht so wild, das kriegen wir alles hin und so. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch schon ein Dreivierteljahr quasi aufgezogen worden bin, ohne das Wissen, haben auch meine Eltern daran nichts geändert, weil mir ging es ja gut, ich bin trotzdem sozusagen größer geworden, zwar nicht so schnell, auch älter geworden, habe mir da ein bisschen mehr Zeit gelassen mit dem Wachsen. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Nico, wenn du mal groß bist, musst du arbeiten. Da habe ich gedacht, so, ich bleib klein, aber jetzt muss ich trotzdem arbeiten. Also hat mir nicht mal die Wahrheit erzählt, mein Vater. Nee, und das Spaß beiseite. Und so haben das meine Eltern Gott sei Dank immer mit mir gehandhabt, dass sie mich nie irgendwie besonders in Watte gepackt haben oder so, sondern ganz normal in den Kindergarten, in die normale Schule und so weiter. Und so, ich glaube, das hat mir dann auch viel gegeben. Und dadurch, dass dann meine Eltern natürlich so gut damit umgegangen sind, dann konnte auch das weitere Familienumfeld auch so gut damit umgehen. Ne? Und das war viel wert, auf jeden Fall. Ja, du sagst, das in Watte packen, das machen ja viele. Ja. Ja, das sehe ich einfach gut, ja, viele. Also meine Mitbewohner. Ja. Die werden von den Eltern schon in Watte gepackt, weil sie einfach das nicht anders gewohnt sind. Aber ich sage zu meinen Mitbewohnern immer, man sollte die Leute nicht immer in Watte packen. Ja. Ja, finde ich super. Seine eigenen Erfahrungen machen, wie meine Eltern alles auch immer. Ja, gemacht haben wert. Und machen weiterhin. Ja, ja. Ja, und genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Zum Olympia oder zu deinem Traum. Wie bist du dazu gekommen, dass du deinen Traum jetzt leben kannst? Ja, da war natürlich auch ja, einfach auch ein bisschen Glück dann dabei über die lange Zeit. Ich habe ja 2008 damit angefangen, mit dem paralympischen Sport. Und über den Matthias Meester, über ein Vorbild und einen anderen Kleinwüchsiger, ja. Wo ich gesagt habe, ey, das, was der da gemacht hat, das will ich auch schaffen. Ja, da kann ich mich mit meinesgleichen messen. Mhm. Also ich war eigentlich immer Fußballer, ich war durch und durch Fußballer. Für mich gab es eigentlich gar keine andere Sportart. Und da habe ich die Leichtathletik gesehen und habe gesagt, okay, das will ich auch probieren. Und dann habe ich da angefangen, habe das dann weitergeführt, habe immer mehr trainiert. Natürlich am Anfang viel, wie das immer wieder bei den Eltern, die mussten mich ins Training fahren und so weiter. Die haben das auch voll unterstützt. Habe das dann gemacht bis 2014, da bin ich auch im Jugendbereich dann schon ganz gut unterwegs gewesen und bin auch mal Juniorenweltmeister geworden. Und dann Ende 2014 bin ich dann gewechselt nach Stuttgart an den Olympiastützpunkt. Habe da die Möglichkeit bekommen, beim Peter Salzer zu trainieren, ein richtig guter Trainer. Ich trainiere auch mit olympischen, paralympischen Athleten gemeinsam, quasi so. Immer die, wo es quasi Richtung Paralympics schaffen und die, wo es zu den Olympischen Spielen schaffen, trainieren dort alle am Stützpunkt. Mhm. Also in der Leichtathletik oder speziell im Wurfbereich vor allem. Und das ist natürlich super, auch der gleiche Trainer. Ne, haben wir natürlich tolle Voraussetzungen. Und da habe ich mich dann richtig entwickelt. Ja, da hatte ich richtig eine Möglichkeit, dann mich auch zu entwickeln. Bin dann 2015 Zweiter geworden bei der Weltmeisterschaft, 2016 dann der Paralympics-Sieg. Und da danach, dass ich das dann quasi als Beruf jetzt machen darf, das hängt natürlich dann von Sponsoren und Partnern ab, klar. Und da bin ich Gott froh, dass ich da Partner, Sponsoren über Social Media, über die Persönlichkeit, ich halte mal bei den Vorträgen zum Beispiel und so und erzähle denen ein bisschen was vom sportlichen Werdegang oder vielleicht so wie jetzt hier auch, so wie du das ja auch lebst, den Leuten zu zeigen, wie einfach das doch alles ist, ja, und dass man sich da keine Gedanken machen muss und dass jeder Mensch seine Stärken und Schwächen hat. Ja. Und genau, dass das einfach so wichtige Punkte sind. Und so habe ich dann quasi Partner und Sponsoren gefunden, die das eben so mittragen, die das gut finden, was ich mache. Und deswegen darf ich jetzt seit 2018 mich sozusagen voll auf meinen Sport konzentrieren. Und da bin ich natürlich mega happy drüber und genieße es auch sehr.
Habe ich noch eine Frage. Wie bereitest du dich denn vor? Also auf den Olympia, ja, oder auf deine Reisen oder Ja, jetzt direkt im Vorfeld oder quasi das Training, was ich so ja, das ganze das Jahr mache? Training, ja. Das Training. Also ich mache also viel ist natürlich Techniktraining mit der Kugel selber, also mit der Kugel selber viel versuchen, den Ablauf zu verbessern, weil das Wichtigste ist die Technik. Also das nimmt schon mal ziemlich viel Zeit in Anspruch. Und der andere große Punkt ist natürlich so das Krafttraining und die Athletik, also Sprünge, dann schwere Gewichte. Also ich mache sehr viel im Kraftbereich, Kniebeugen, Bankdrücken und so. Versuche ich auch richtig aufzuladen, ne, möglichst viele Gewichte dann zu kriegen, weil natürlich auch meine Aufgabe ist als Kugelstoßer, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Energie in die Kugel abzugeben. Ne? Und so trainiere ich auch. Und das heißt, so ist meine Mischung. Also das heißt Technik, Kraft, Sprint, Sprung. Und dann aber natürlich auch die Nachbereitung, also Physiotherapie, Regeneration, aktive Regeneration, ne, Kältebecken, Wärme, mal in die Sauna. Gut essen ist immer wichtig, ne, für uns Ernährung. Sportler. Genau, die Ernährung, also die richtigen Sachen zu essen. Und genau, das ist eigentlich so dann auch mein Tagesablauf sozusagen. Also, dann mal kein Döner oder? Ein Döner ist auch mal okay. Nach dem Training kann man auch mal einen Döner essen. Also ich ernähre mich auch gesund von Döner. Ja, sehr gut. Auch vom Döner. Ne? Ja, Aber das genau. muss auch mal sein Genau, zwischendurch. das darf auch mal sein. Das ist ja auch immer wichtig für den Kopf. Ja? Also, Essen soll ja auch noch Spaß Ich habe ja machen. auch gesehen, dass du mit deiner Freundin da Ja. sehr reisen tust und sehr unterwegs bist. Hat ja dein Instagram-Profil ein bisschen gestalkt, würde ich Ja, jetzt sagen. okay. Wo da halt schon ein paar Fotos drin sind. Ja. Ja, und die waren echt cool, fand ich so. Das Wo freut mich, du da danke. immer so unterwegs bist. Ja. Hast du denn außer dem Sport noch irgendwelche Hobbys? Also Ja, also ein Hobby würde ich sagen, ist der Gemeinderat, wo ich eben Mitglied bin in Welzheim, in meiner Heimatstadt sozusagen, wo es quasi so, ja, die täglichen Entscheidungen der Kommune, wenn eine Schule erneuert werden muss, gebaut, eine neue Sporthalle gebaut werden muss, wenn eine Straße saniert wird, wenn die Beleuchtung neu gemacht wird, wenn ein Spielplatz renoviert wird. Also all diese Themen haben wir da im Gemeinderat mit drin. Und also das ist so das eine Hobby, das mache ich auch sehr gerne. Also politisch bin ich da aktiv. Und das andere ist, was ich ab und zu mal so ein bisschen als Ausgleich mache, ist mal eine Runde Golf spielen. Das habe ich mal angefangen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es besonders gut kann. Das war so mein Corona-Projekt, weil wir es ja vorhin davon hatten. Du hast ja dann angefangen mit YouTube und so weiter. genau. Ich habe dann angefangen, Golf zu spielen. Warum auch immer. Aber mich hat das irgendwie gewurmt und gefuchst und mir hat das Spaß gemacht, wenn diese kleine Kugel Ja, da wegfliegt. wenn man schon von vorne rein Sport macht, dann bleibt man Ja. vielleicht auch beim Sport. Schon so ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Und ich Fall. denke mir halt, wenn es dir Spaß macht, Ja, dann genau. ist es gut. Mit dem Video hier zeigen, dass die Leute halt einfach mal ein bisschen darüber nachdenken, Ja. mir eine Chance zu geben, weil die haben sie ja schon eine Chance gegeben. Ja. Und ich finde, ich mache es sehr gut. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Doch, Und mega. Macht auch richtig Spaß. ihr könnt mich alle gerne abonnieren, die wollen das sehen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, Abonnieren, nächste Videos angucken. dass du das Video auch likest Ja, und versprochen. verteilst, und Ja. vielleicht entwickelt sich ja irgendwas beim Radio oder beim SWR, weil Ja, da habe ich dich ja auch schon entdeckt, also habe ich auch mit dem SWR schon zu tun gehabt und bin mal ja. bei dir zu Hause. Ja, da durfte ich auch mal zu Gast sein, ja. Immer im Zusammenhang mit dem Sport und so, ne, dann Ja. gerade im Vorfeld der Wettkämpfe. Also dann würde ich sagen, ihr hattet jetzt mal einen tollen Einblick vom Nico Kappe. Ich hoffe. Und ja, das war wieder der Schraf vom YouTube-Kanal, das Leben auf Rädern. Freut mich, danke dir.